Man hat es nicht einfach als freiberuflicher Journalist. Je nachdem, worauf man sich konzentriert und wo man sein Steckenpferdchen hat. Matthew Connor war einer dieser Journalisten. Er wollte einmal ganz groß rauskommen. Mit einer Sensationsstory. Doch wo wollte er diese finden? Immer wenn er der Meinung war, genau diese gefunden zu haben, musste er feststellen, dass schon x weitere Kollegen diese auseinanderpflücken. Er schaffte es nicht, eine Story von übermaßenem Belang zu verfassen und diese in einer großen Zeitung veröffentlichen zu lassen. So blieb es viele Jahre beim Verfassen kleinerer Geschichten und in irgendwelchen kleinen Boulevardzeitschriften zu veröffentlichen und lebte von der Hand im Mund. Er kam mit Mühe und Not eben gerade so über die Runden. Bis er eines Tages von einer unglaublichen Sache hörte. Sein Cousin dritten Grades war Leuchtturmwärter. Irgendwo am Ende der Welt. Dieser hatte ihm von einem Schiff berichtet, das er im Nebel sah. Laut seines Cousins hieß dieses Schiff Mary Jean. Er hielt es am Anfang für Nonsens, doch ließ er nicht davon ab, einmal nach diesem Schiff zu forschen. Und was soll man sagen? Dieses Schiff existierte wirklich. Er musste bis nach Baltimore reisen, um etwas von diesem Schiff zu erfahren. Laut eines sehr alten Registers lief die Mary Jean am 18. Mai 1729 in Baltimore aus und verschwand. Circa ein Jahr später tauchte es urplötzlich im Hafen von New Orleans auf. Nachdem man das Schiff untersuchte und den Beschluss fasste, es zu versenken, verschwand es wieder. So plötzlich, wie es aufgetaucht war. Wahnsinn! Somit war der Stein ins Rollen gebracht. Matthew nahm die Fährte des Schiffes auf. Er wusste, es würde wieder nicht reichen, um damit groß rauszukommen, doch was soll's? Er war neugierig. Er nahm sich verschiedene Archive in verschiedenen Hafenstädten vor und forschte. Und er wurde tatsächlich fündig. Die Spur führte ihn nach Plymouth, England. Dort lief die Elizabeth Derry am 12. August 1790 aus und kam nie an ihren Ziel an. 1819 tauchte es in Portland auf. Laut einiger alten Schriften und Zeitungen lief es in Portland ein, ging vor Anker und dann geschah nichts. Man durchsuchte das Schiff, doch finden konnte man nur das Logbuch, was auf eine Meuterei hinwies. Doch am 16. August schrieb der Kapitän einen Namen ins Logbuch. Mary Jean. War er einer wirklich großen Sache auf der Spur? Am 16. August 1940 wurde die Mary Jean in Verbindung mit einem Unterseeboot genannt. Die U-37. Wie bei der Mary Jean selber und der Elizabeth Derry tauchte das U-Boot für kurze Zeit wieder auf. Doch auf diesem Unterseeboot fand man keine Spur der Besatzung. In Friesland machte er einen alten Seemann ausfindig, der schon mal etwas von der Mary Jean gehört hatte. Der Vater des alten Mannes war wie der Alte selbst Fischer. Die Helena fuhr im Sommer 1930 aufs Meer und hatte dort eine Begegnung mit der Mary Jean. Nach den Erzählungen tauchte eine Nebelbank auf und hüllte die Helena komplett ein. Kurz darauf sah die Mannschaft das dreimastige Schiff. Sie sollen es sogar betreten haben. Doch nachdem sie sich mehr als unwohl fühlten, verließen sie das Schiff wieder und kurz darauf war es wieder verschwunden, mitsamt dem Nebel. Doch das war noch nicht alles. Der frische Fang, der unter Deck auf Eis lag, war verdorben. Sie mussten den gesamten Fang über Bord schicken und kamen ohne Fisch nach Hause. In den Archiven einer amerikanischen Zeitung fand er einen kleinen Eintrag, wo wieder die Mary Jean erwähnt wurde.
Wie gut, dass man sich die Mühe gemacht hat, die alten Zeitungen zu digitalisieren. Es lebe die Schnellsuche! Am 13. April 1914 lief die USS New York, ein neues Schlachtschiff, aus und begab sich auf ihre erste Patrouille. Laut einigen nicht bestätigten Aussagen wurde das Schlachtschiff von einer dichten Nebelbank eingehüllt und man sah sie wieder. Man hatte es zu Protokoll gegeben, doch wurde es von der Admiralität als Unsinn und Seemannskern abgezahnt und aus den Logbüchern und Militärarchiven gelöscht. Warum? Auf seiner Suche nach weiteren Augenzeugen fand er einen jungen, einbeinigen Mann. Roderick Hampton Smith, einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes. Er wusste zu berichten, dass ihn das Schiff, gerettet hatte. Als man ihn eher durch Zufall auf offener See fand, war er dem Tode nah, dehydriert und wundbrannt durch eine Verletzung an seinen nun nicht mehr vorhandenen Fuß. Laut seiner Aussage ist er auf dem Schiff in einen rostigen Nagel getreten. Das hätte seinen Wundbrand ausgelöst. Gerettet durch die Mary Jean? Was hat es mit diesem Schiff auf sich? In Japan verschwand Anfang der 60er ein Fischerboot vor der Küste und tauchte 3 Tage später ohne Besatzung wieder auf. Was es mit der Mary Jean auf sich hat? Nun, neben den vielen japanischen Schriftzeichen im Logbuch standen 2 englische Wörter darin. Dreimal dürft ihr raten. Auf Cooper's Island verschwand eine gesamte Stadt. Nun ja, Stadt wäre zu viel gesagt. Die Stadt bestand aus 3 dorfähnlichen Gemeinden mit kaum 100 Einwohnern. Aber immerhin, wo waren sie? In Scotland Yard bekam er einen Einblick in die Akte. Man hatte dort sogar einen Inspektor hingeschickt, der ebenfalls verschwand. Das Einzige, was man von ihm fand, war sein Handy und seine Dienstwaffe in einer abgelegenen Höhle. Man ging von Piraterie aus. Doch genau kann das niemand sagen. Und die Mary Jean fand auch nur deswegen Betonung, da es von alten Seemännern ein paar Hafen entfernt erwähnt wurde. Überall fanden sich Spuren zu diesem Schiff. Es taucht auf, gibt sich zu erkennen und verschwindet wieder. Er wollte es unbedingt sehen. Das wäre die Sensation schlechthin. Er reiste weiter, kreuz und quer über den Globus. Doch er kam nie dazu, seine Geschichte zu veröffentlichen. Seine Spur verliert sich in Spanien. Er heuerte auf der Maria la Pescadora einen spanischen Fischerboot an und verschwand mitsamt der Besatzung. Man fand seine Unterlagen und auch das Logbuch, nachdem das Schiff ein paar Tage später wie von Geisterhand gesteuert in den Hafen einlief. Genau wie auf der Elizabeth Derry oder der Mary Jean selber oder eines der anderen Schiffe, sah das Schiff aus, als wäre es durch die Hölle gegangen. Nahrungsmittel verdorben, Rost, wo man nur hinsah, und keine Anzeichen irgendeines Lebewesens. Nicht mal Kakerlaken, die bekanntlich alles überleben. Und genau wie ihre Vorgänger verschwand die Maria la Pescadora, wie sie plötzlich auftauchte.